Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alaina Tarot. Mein Name ist Alaina. Heute möchte ich gerne mit dir die Monatslegung September für das Sternzeichen Fisch mit dir teilen. Fisch, an dieser Stelle herzlich willkommen, wenn du vom Sternzeichen Fisch bist, wenn du um eine Person fragen möchtest, die womöglich vom Sternzeichen Fisch ist, oder ob du einfach nur hier bist, um einfach mal generell zu schauen, was möglicherweise dich interessieren könnte über das Sternzeichen Fisch. Ihr wisst, ihr seid immer alle herzlich willkommen an dieser Stelle. Danke, dass du meinen Kanal abonniert hast, an alle Neuen, an alle, die ihr schon längst dabei seid. Ja, danke, dass du meine Videos likest, teilt diese Videos, bringt sie in die Welt, damit viele Leute diese Botschaften, diese Nachrichten, die ich immer kundtue, auch erreichen, um wirklich das in die Welt zu bringen, was für euch wichtig ist, um spirituell und persönlich zu wachsen. Okay? Fisch, an dieser Stelle ganz, ganz lieben Dank. Bitte vorab zu erwähnen, interaktive Videos können nicht immer auf hundertprozentiger Sicherheit auf jeden zutreffen. Okay? Dafür hast du die Option, mich in einer privaten Legung zu kontaktieren, um mehr über deine Situation zu erfahren. Okay? Gesagt, getan. Fisch, ich mach mal diesen Nutella-Engel. Ich liebe diesen Nutella-Engel. Der ist so pummelig und ich sage einfach, das ist ein Nutella-Engel, weil wenn man viel Nutella isst, dann kann man auch schon mal ganz gut und gerne was zunehmen. Also ich spreche aus Erfahrung, Leute, ich hatte mal eine Phase, wo ich ganz viel Nutella gegessen habe und ich habe einige Kilo zugenommen, obwohl ich eigentlich von sehr schlanker Natur aus bin. Okay, gesagt, getan, ich will euch nicht lange über meine Kalorien aufhalten. Fisch, also pass auf, Spaß beiseite, wir wollen uns mal konzentrieren jetzt hier. Bitte verzeiht meine Stimme, ich bin immer noch leicht angeschlagen. Die wichtigste Nachricht, die wir hier schon mal haben, ist, dass Fisch, die ein oder anderen von euch, eine Energie mit sich bringen, die schon auf einer schmerzhaften Entscheidung basieren, die schon Konflikte mit sich bringen, intern und externer Konflikt. Das heißt, wir haben hier ein emotionales, sentimentales Problem, einen Konflikt, den du mit dir austrägst, aufgrund dessen, dass du eine Entscheidung zu treffen hast, aufgrund dessen, dass du einen Weg wählen musst, aufgrund dessen, dass du irgendwas als Ballast in deinem Leben ansiehst, was dich vor eine Entscheidung bringt, die nicht gerade rosig und einfach für dich sein wird, aber notwendig, um deinen Weg zu gehen, um deine Spiritualität an den Tag zu legen, um dein Wohlbefinden, dein Gleichgewicht wiederherzustellen. Okay? Hier geht es um Kummer, es geht um Enttäuschung, um tiefe Verletzung, um Trennungen, um ganz schwere Entscheidungen, die du aus dem Herzen treffen musst, vom Gefühl her treffen musst. Wir haben hier Liebeskummer, ja, und Streit. Also Leute, bitte erschreckt jetzt nicht. Ihr wisst, in meinem Kanal geht es sich darum, dass ich dir die Wahrheit an den Tag lege, die manchmal schmerzhaft ist, aber notwendig ist, damit du weißt, an welcher Stelle du im Leben stehst. Ich hole dich genau dort ab, wo du bist. Okay? Also, passt es auf eure jeweilige Lebenssituation an und passt es auf euer Geschlecht an. Das war nur so ein kleines Intro. Wichtig ist hier, Fisch, wir fangen mal an, das ein bisschen zu sortieren. Okay? Also, für die einen oder anderen von euch geht es hier, wie ich schon gesagt habe, anfänglich um einen Schmerz. Wir reden hier von einer Beziehung, die auf der Kippe steht, aufgrund dessen, dass hier äußere Einflüsse herrschen, dass wir hier einige Blockaden haben, dass wir hier einige Ängste zu überwinden haben, dass wir hier aber auch von Intrigen, von Lügen, von Enttäuschungen, von emotionalen, sexuellen, körperlichen Abhängigkeiten reden. Wir haben hier teilweise Leute, die in tiefe Depressionen sind. Wir haben hier Leute, die in einer emotionalen Abhängigkeit mit ihrem Partner oder mit Menschen stehen. Wir haben hier eine Konstellation, die wirklich für den einen oder anderen sehr schwer ist. Nicht alle Fische. Leute, wenn dieses Video schon so knallhart angefangen hat, heißt das nicht, dass es knallhart weitergeht. Es geht einfach nur hier darum, dass das Tarot jetzt schon mal sagen möchte, Fische, 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 die ihr in einem internen, emotionalen Konflikt seid, es ist wichtig, dass ihr energetisch da rauskommt, dass ihr euch wirklich befreit, dass ihr eine Trennung nicht als totale Niederlage erkennt, sondern als Befreiung. Ja, es ist ganz wichtig, weil manchmal bist du, Fisch, derjenige, der dich selber belügt, der nicht selber die Wahrheit annehmen möchte, der gerne Sachen verschönert, um andere nicht zu verletzen, dass du dir selber manchmal das Beinchen stellst, ja, und hier als Intrigant im Tarot dargestellt wirst. Wenn du das jetzt mal nicht bist, dann ist es dein Gegenüber oder die Menschen, mit denen du es zu tun hast oder zu tun haben wirst. Leute, denkt dran, ich lade euch immer wieder dazu ein, schaut euch auch alte Videos an. Bitte von Anfang bis Ende.
Mai, Juni, Juli und auch August und jetzt zukünftig das September-Video, damit ihr seht, an welchem Punkt ihr jetzt gerade seid und wie weit ihr euch schon verändert habt. Holt euch immer dort ab, wo ihr gerade selber steht. Ihr müsst niemandem gefallen. Ihr müsst mit euch im Reinen sein. Ihr braucht niemanden, ihm zu imponieren. Du weißt, welchen Wert du hast. Ja? Du musst nicht Entscheidungen oder Leben anderer Menschen leben. Nein, du bist auf dieser Welt geboren worden, um deinen Weg zu gehen. Okay, ihr seht, das Tarot hat ganz viele Botschaften. Leute, ihr wisst, dass wenn ich in meinen Legungen schnell rede, ist das, weil die Nachrichten so groß und so viel sind, dass mir die Zeit, die mir gegeben wird, nicht ausreicht, um dir alles zu sagen. Ich versuche das immer so gut es geht zu komprimieren. Okay? Also, wenn ich jetzt hier mal sortiere, wir haben im Monat September hier wirklich Schwangerschaften. Wir haben hier Mütter, die in Konflikten geraten werden oder geraten sind mit ihren Kindern. Wir haben hier unerfüllten Kinderwunsch für die einen oder anderen. Andere werden schwanger werden auf natürlicher Basis und aufgrund einer künstlichen Befruchtung. Gehörst du zu den Frauen? Ich spreche jetzt extra die Frauen an, ja? Die einen Kinderwunsch hegen. Bitte setz dich nicht unter Druck. Mache dich nicht abhängig. Werde nicht irre. Okay, blockiere dich nicht selber, weil deine Blockaden können dich daran hindern, diese in vitro heißt es auf Spanisch, diese künstliche Befruchtung erfolgreich abzuschließen. Die einen oder anderen werden natürlich auch schwanger durch eine künstliche Befruchtung, definitiv. Oder ihr werdet zumindest im September die Initiative ergreifen, diesen Weg in diese künstliche Befruchtung zu gehen, in diese Kinderklinik, um auch wirklich eine künstliche Befruchtung in die Wege zu leiten. Aber je entspannter du bist, umso erfolgreicher wird diese künstliche Befruchtung werden. Okay? So, wir haben hier natürlich auch wie immer diese interne Reise, diese Introspektion, das heißt deine Blockadenlösung, den Schrei deines Inneren, deiner Seele wahrzunehmen, um eine Veränderung zu erzielen, um aus deiner Angst rauszukommen, aus deinen Schattenseiten rauszukommen, nach vorne zu schreiten, ja, und diese toxische energetische Verbindung zu dir selber oder zu anderen Menschen zu lösen. Also ihr seht, ich zeige in letzter Zeit viel die Karten, nicht weil ich euch damit imponieren möchte, nein, sondern weil es gibt die ein oder andere Kartenkonstellation, die danach schreit, gesehen zu werden. Weil mir ist aufgefallen, dass viele Leute Wert darauf legen. Okay, also ich persönlich, wenn ich mir die Karten lege oder mir einen Kanal angucke auf Spanisch, weil ich habe viele Freunde, auch mein Mann, der halt im Tarot tätig ist, auch seinen eigenen Kanal hat, lege ich nicht so viel Werte darauf, ob ich die Karten sehe. Mir geht es wichtig, dass ich die Nachricht bekomme. Und ihr wisst, ich habe es euch immer gesagt, aber ich merke, dass die Energie immer stärker wird, danach zu schreien und die Karten schreien, danach noch mehr Gehör zu finden. So wie dir den Spiegel vor Augen zu halten, dass du wirklich intensiv an dir arbeitest und was veränderst. Okay, Leute, jetzt geht es wirklich um die Wurst. Also, Schwangerschaften habe ich angesprochen. Ja, es geht hier um Schwangerschaften, die in die Wege geleitet werden. Andere werden schwanger. Wir haben aber auch Frauen, die von ihrem Partner schwanger werden oder wohl möglich von einem anderen Partner, der aus einer Affäre basiert, aus einer Dreiecksbeziehung, aus einem One-Night-Stand. Hier geht es auch darum, ein Problem zu klären, was aufgrund einer Schwangerschaft basiert, die eventuell nicht von deinem Partner ist. Gehört ihr zu diesen Frauen, findet den Weg, wo ihr am besten damit leben könnt, um dieses zu vertuschen oder an den Tag zu legen. Also ich bin immer eine Freundin der Wahrheit. Ja, bei mir würdet ihr keine Lügen finden. Es gibt immer nur die Wahrheit. Und deswegen solltest du zu diesen Frauen gehören, die eventuell schwanger durch eine Affäre geworden ist oder durch eine Dreiecksbeziehung. Schau, wie du am besten aus dieser Nummer rauskommst und allen Beteiligten offen und ehrlich entgegenzutreten, damit ihr die beste Lösung für das zukünftige Kind, für das heranwachsende Kind findet und für dich. Singles, wir fangen direkt mal an. Leute, Singles, ich weiß, es brennt euch immer ganz sehr unter der Seele. Gibt es hier für Singlefisch im Monat September eine neue Partnerschaft? Jein. Single, du wirst hier jemand Neues kennenlernen, ob ein Mann oder eine Frau. Pass es auf dein Geschlecht und deine jeweilige Lebenssituation an. Single, du wirst jemanden kennenlernen, definitiv. Aber es heißt hier nicht, dass du mit demjenigen oder mit derjenigen, sei es in einer Ex-Partnerschaft, die du womöglich wieder aufleben möchtest, dass dein Ex-Partner wieder in dein Leben kommt. Ja, dazu kommen wir später. Dass du einen Menschen bereits schon kennengelernt hast oder noch kennenlernen wirst. Wir haben hier immer im Tarot ganz viele Energien mit ganz vielen Gruppierungen. Ja, das heißt, also gehörst du unter den Single, die nicht zu ihrem Ex zurückgehen möchten, die schon jemand Neues kennenlernen oder kennenlernen möchten. Es geht darum, dass du dich nicht versteifst. Wir haben am Anfang der Legung gesagt, die Energie, die du als Fisch viele von euch mit hier reingebracht habt, denkt dran, das, was ich euch sage, ist immer der Spiegel von euren Entscheidungen.
die euch in Zeiten zuvor dazu getrieben haben, geführt haben, an dem Punkt in eurem Leben zu sein, wo ihr gerade steckt. Okay? Das Tarot ist ein Spiegelbild von deiner Energie, von deinen Entscheidungen, von dem, was du gerade erlebt hast und noch erleben wirst. Es ist immer abhängig davon, wie du dich entscheiden wirst. Okay? Also, die Singles, ihr werdet jemanden kennenlernen, definitiv. Ihr werdet hier auch Affären haben, definitiv. Es gibt hier auch wirklich viele sexuelle, passionierte Kontakte, definitiv. Aber von den ganzen Leuten, die du kennenlernen wirst, oder die Menschen, die du in deinem Leben lässt, ja, wird es hier keine feste, dauerhafte Beziehung geben. Warum? Weil dein Herz noch schmerzt. Du hast diesen Liebeskummer noch nicht verarbeitet. Du hast diesen finanziellen Verlust noch nicht verarbeitet. Diese Kündigung noch nicht verarbeitet. Den Schmerz aus der Familie. Du bist als Single-Fisch im Monat September noch nicht ganz offen und bereit, für die, die sich jetzt angesprochen fühlen, ja, um eine dauerhafte, feste Partnerschaft im Monat September einzugehen. Klar gibt es einige von euch, die das auch machen werden. Ja, aber bedenkt dran, wenn die Wunden noch nicht geleckt sind und das Blut immer noch tropft, auf den anderen, der da drunter liegt, ja, wird das nichts geben. Das heißt, du verletzt denjenigen, den du in dein Leben lässt und du verletzt dich selber. Das heißt, die Wunden müssen erst getrocknet sein, die Narben verheilt sein, ja, der Liebeskummer überwunden sein, die Enttäuschung überwunden sein, dieser Konflikt mit dir selber, die Trennung, alles das, was in deinem emotionalen Gefühlsleben ist, im Monat September muss erst überstanden sein, bevor ein nächster Partner, eine nächste Partnerin in dein Leben treten kann. Sexuelle Kontakte, definitiv da. Menschen, die interessant sind, definitiv da. Wir haben hier aber auch jemanden, den du auf einer Reise kennenlernen kannst. Auf einem Fortbildungsgespräch, auf einem Seminar, auf einem Kurztrip. Also du kennst jemanden, lernst jemanden näher kennen aufgrund verschiedenster Umstände. Ja, ich habe hier eine Reise für dich, einen Umzug, einen Fortschritt, eine Veränderung, wo du jemanden in deinem Leben lassen wirst, aber nur für eine Zeit, weil du noch nicht bereit bist, eine feste Partnerschaft als Single einzugehen. Klar haben wir natürlich auch Ex-Partner, ja? Für die einen oder anderen, die wirklich die Diskussion hinter sich lassen können, die wirklich diese ganzen Untreuen, Lügen, Intrigen, Geheimnisse, Schmerzen hinter sich lassen können, ja? Es gibt hier auch wirklich Leute, die sich haben scheiden lassen, schaut mal, und trotzdem womöglich nochmal den Weg zueinander finden möchten. Also wir haben hier wirklich Fische, die überall was dabei haben. Single, haben wir gesagt, die Ex-Partner haben natürlich die ein oder andere eine gute Chance, wirklich wieder einen Schritt aufeinander zuzugehen. Aber dafür bedarf es viel Arbeit. Ihr müsst es wirklich beide wollen. Wenn die Liebe da ist, gibt es für Ex-Partner keinen Grund und das Verzeihen da ist, nicht nochmal einen Neustart zu wagen. Wir sehen nämlich hier klar und deutlich im Tarot immer und immer wieder, ja, dass man manchmal eine neue Richtung einschlagen muss, in der besten Version von sich selber, in der besten Version von seinem Ex-Partner, um als neue Liebe mit dem alten Partner wieder zusammenzufinden. Manchmal, wenn ich vom Tarot von einer neuen Liebe rede, erkläre ich dir aber auch sofort, dass eine neue Liebe nicht unbedingt ein neuer Partner heißt, sondern das heißt auch eine bessere neue Version von dir, dass du in die eigene Liebe gegangen bist oder gehst, dass du dich selber neu erkennst, dich neu akzeptierst und dann auch wiederum eine neue Version von dir an den Tag legst, um mit einem alten Partner, einem Menschen aus der Vergangenheit, einem Ex-Partner in der neuen Version von euch selber eine neue Partnerschaft eingehen könnt. Okay? Klar haben wir natürlich Ex-Partner, die sagen, Alena, never ever, bye is bye und auf Wiedersehen. Ne? Habt ihr die Strukturen, habt ihr die Blockaden, die Krisen, die sowieso schon in dir stecken manchmal, Fisch, ja? Du bist eigentlich sehr geschmeidig, aber du weißt manchmal nicht, ob du Fisch oder Fleisch bist. Du kannst sehr lebensfroh sein, sehr engagiert, sehr wissbegierig, sehr kreativ und manchmal blockierst du dich selber. Und genau das haben wir im Monat September, dass diese Krisen dich wirklich übermannen werden. Das heißt, du musst ein gutes Gleichgewicht halten, offen und ehrlich zu dir selber sein, offen und ehrlich zu deiner Umwelt, um dann authentisch wirklich nach vorne zu schreiten. Also wie gesagt, Ex-Partner besteht die Möglichkeit, aber ich sehe auch, dass viele sich gegen diesen Ex-Partner entscheiden, ja, um wirklich eine neue Liebe in ihrem Leben zu lassen, sofern die Zeit bereit ist und man einige Sachen überstanden und verheilt hat und dann wirklich offen für die Liebe ist. Fernbeziehungen haben wir auch. Auf der einen Seite reden wir von einer Fernbeziehung, wo du in einer festen Partnerschaft womöglich bist, aber dich von deinem Partner distanziert hast oder dein Partner sich emotional von dir entfremdet hat. Ja, ihr könnt zusammenleben, ihr könnt auch verheiratet sein, aber wenn man sich emotional entfremdet, seinen eigenen Weg geht, weil die Probleme so groß sind, wir haben ja familiäre Einflüsse, wir haben ja finanzielle Geldsorgen
Wir haben hier Kündigungen, die im Raum stehen. Die weltweite Pandemie kann einen auf den Nerv gehen, weil man nicht gewohnt ist, 24 Stunden plus 3 Stunden 45 am Tag zusammen zu sein. Ja, durch hier äußere Einflüsse, dass es immer wieder Menschen gibt, die sich halt einmischen in eurer Beziehung, selber eigene Probleme zu haben, ja, dass man einfach nicht genug Spannung in der Beziehung hat. Was immer. Es gibt 1000 Milliarden Gründe, die Menschen erfinden können, ihr werdet es nicht glauben, um nicht in einer Beziehung zu bleiben, um da auszubrechen, obwohl die Beziehung eigentlich ganz gut ist. Es ist ganz egal, in welcher Konstellation du bist. Ich habe jetzt gerade Thema Fernbeziehung angesprochen, weil ich habe hier wirklich Fernbeziehungen, die kämpfen, um zusammen zu bleiben. Wir haben hier einen Bruch in einigen Fernbeziehungen, okay? Weil die Distanz halt da ist, weil die Kommunikation nicht gegeben ist, weil es hier Untreue gibt. Die einen oder anderen haben eine andere Partnerin schon in einer Dreiecksbeziehung, in einer Fernbeziehung mit involviert. Andere habt Angst vor einer Untreue. Manchmal bist du auch derjenige oder diejenige, die halt deiner Fernbeziehung untreu wird oder gedanklich untreu wird oder die selber was vormacht. Eine Untreue, Leute, heißt nicht unbedingt, dass man sexuell unbedingt mit jemand anderes in die Kiste springen muss. Eine Untreue beginnt schon im Kopf. Ein Geheimnis, eine Lüge, ein Verschweigen, eine Intrige ist schon eine Untreue. Und das verdient weder du noch dein Partner. Seid ihr in einer guten Konstellation mit euren Höhen und Tiefen, wo ihr manchmal am Rande der Verzweiflung seid und ihr nicht wisst, ob ihr euch trennen sollt, kehrt in euch. Das Leben bietet euch in dieser Konstellation noch viele schöne Sachen. Ja, aber dafür müssen wirklich die Blockaden gelöst werden. Dafür müsst ihr eine solide Basis wieder kreieren. Dafür müsst ihr in die Klarheit gehen, Leute. Dafür müsst ihr aufblühen. Dafür müsst ihr heilen und aufnahmefähig sein. Wir haben hier Partnerschaften, die, um die Fernbeziehung erstmal zu Ende zu bringen, ja? Gehörst du in der Konstellation wirklich real Fernbeziehung? Das heißt, dass dein Partner in einem anderen Staat, in einer anderen Ortschaft, in einem anderen Land oder in einem anderen Kontinent lebt? Ja? Ist es so, dass sich hier einiges rauskristallisiert? Das heißt, die Angst vor Enttäuschung, die Angst vor Untreue, eine mögliche Untreue schon. Hier geht es darum, dass ihr einander finden könnt und wollt, wann immer ihr es möchtet. Ja? Es besteht die Möglichkeit, euch gegenseitig zu besuchen, definitiv. Sobald die weltweite Pandemie sich ein bisschen lockert oder du lebst in einem Land, wo du schon reisen kannst und du hast die Option, diesen Partner zu besuchen, mache es. Selbst wenn danach die Beziehung sich auflöst, aber ihr habt euch gesehen, ihr habt euch geredet, miteinander geredet, ihr habt euch ausgesprochen, ihr hattet auch sexuell den Kontakt, diese Lust, die da auf euch wartet, die ganz groß ist hier, ja, wird sich natürlich auch geben. Nichtsdestotrotz muss ich ehrlicherweise sagen, dass sich hier wirklich einige Fernbeziehungen weiterhin distanzieren, zu Ende geben. Ihr seht, wir haben hier Trennung, wir haben hier Zusammenführung. Wir haben hier Schmerz und wir haben hier Glück. Wir haben hier finanziellen Bankrott und trotzdem wieder eine Einnahmequelle. Wir haben hier Arbeitslosigkeit, die aber aufgehoben werden kann. Wir haben hier Frauen, die einen Kinderwunsch hegen, auch schwanger werden, aber womöglich von einer anderen Partnerschaft. Passe es auf deine Situation an. Die Energie, die für Monat September Sternzeichen Fisch gerade auf dem Weg ist, ist so groß, dass ich weiß, dass ich viele Kritik ernten werde. Aber diese Kritik gilt nicht mir. Die nehme ich mir gar nicht an. Diese Kritik gilt dir, die du oder der du eine falsche Entscheidung schon Monate, Jahre zuvor getroffen hast, die schon weit länger zurückliegen und als Erwachsener heute immer noch falsche Entscheidungen triffst. Das heißt, das, was das Tarot im Monat September dir widerspiegelt, sind deine Entscheidungen. Du bezahlst in vielerlei Hinsichten für die Konsequenz für dein Handeln. Also mache bitte nicht mich verantwortlich, kreide es mir nicht an, ich gebe dir nur kund, was das Tarot sagt. Okay, das ist Alaina. Alaina redet hier nichts schön. Alaina sagt genau das, wie es gehört werden muss. Manchmal hart, mit Sicherheit, aber gerecht und wichtig, damit du wirklich nach vorne schreiten kannst. Okay? Also, Fernbeziehung, wie gesagt, es gibt die Möglichkeit, sich zu sehen. Es gibt die Möglichkeit, einige Sachen zu klären, die Ängste loszulassen, die Zweifel loszulassen, sich näher zu kommen, sich zu vermehren, sich zu paaren, sich zu lieben, neue Ideen rauszuhauen. Ja, es gibt hier Kommunikation mit vielen Leuten. Es gibt hier wirklich in der Beziehung Ballast loszulassen, keine Scheu zu haben, Sachen näher anzugehen, ja, in eine Kommunikation zu gehen, den Ruf des inneren Lebens, des Ruf des Seins, des Ruf deines Herzens nachzugehen und die Entscheidung zu treffen, die du treffen musst. Va bene. Also, hier geht es darum, wirklich die Fernbeziehung zu retten, wann immer du es möchtest, wann immer es dein Partner möchte. Die Möglichkeiten sind da, auch hier eine Familie mit der Fernbeziehung zu gründen. Okay, denk dran, ich bin eine Freundin der Liebe und ich finde einfach, für die Liebe muss man alles tun. Aber wenn eine Grenze erreicht ist, dann ist sie erreicht und dann muss man sich einfach befreien von demjenigen oder von derjenigen, um nach vorne zu schreiten. Ja, ich habe hier aber auch, das muss ich ganz dringend sagen, ich habe hier aber auch Probleme mit einer Mutter. Das heißt, eine Mutter, die sehr involukriert ist in deinem Leben, eine Mutter, die sich immer wieder einmischt,
eine Mutter, die sehr dominant ist. Einige von euch leiden unter der Autorität einer Mutter. Andere von euch, ihr seid Mütter, ja, und bestimmt eure Kinder zu sehr oder mischt euch vielleicht zu sehr ein oder ihr seid zu warmherzig, zu bemütternd, viel zu aufopfernd. Also wir haben hier eine Mutter, die im Monat September auf der Konstellation, wie auch immer es sein mag, passt es auf deine Situation an, eine große Rolle spielen wird. Für die einen ist es eine Mutter, die zuhört, eine Mutter, die Gehör findet, eine Mutter, die dir helfen wird, die dir Unterstützung geben wird, die für dich da ist, ja. Und für die anderen ist es eine Mutter, die sehr autoritär, sehr dominant ist und einfach nicht begreifen will, warum du gerade diese Entscheidung im Leben getroffen hast oder warum du so bist, wie du bist, okay. Das haben wir jetzt auch abgehakt. Leute, geht es darum, deine Angst zu überwinden. Hast du eine Reise vor, mache es. Möchtest du einen neuen Lebensabschnitt beginnen, dann mache es. Brauchst du einen Umzug, dann mache es. Möchtest du die Welt bereisen, dann mache es. Hast du die Optionen, die Möglichkeit, die finanziellen Rücklagen, dann mache es. Tu dir das, was dir gut tut. Ganz, ganz wichtig, ja. Wir haben hier wirklich eine neue Richtung, die eingeschlagen werden muss. Wir haben hier wirklich der Kreis deines Lebens, der sich anfängt zu schließen. Leute, die sehr spirituell sind, die werden weiterhin wachsen. Hier geht es darum, dass Gott und die Engel die Hand mit dem Spiel haben. Alles geschieht nach der Naturgesetz des Lebens. Gott bringt gerade Ordnung in dein Leben. Das Göttliche in dir erwacht. Die göttliche Quelle hier drinnen in dir, ja, dein Home, erwacht gerade. Schaut mal, Leute. Dein neuer Lebenszyklus beginnt. Die Göttlichkeit entfacht in dir. Und Gott bringt Ordnung in deinem Leben. Du beginnst einen neuen Zyklus. Du musst es nur anleben. Hier geht es darum, dass du authentisch bist, dass du dir neue Ziele vor Augen hältst, dass du die Ziele, die du erreichen möchtest, wirklich nach vorne bringst, dass du anfängst, auch ein paar Rücklagen zu haben, dass du immer authentisch bist, egal wem es passt und wem nicht. Egal, was du zu konfrontieren hast oder nicht. Es geht sich darum, authentisch zu bleiben, ehrlich zu bleiben, dir selber treu zu bleiben. Inspiriere dich mit dir selber. Hole die Inspiration von außen. Waffne dich mit Mut, mit Eifer, mit Kraft, mit Schönheit. Denk dran, du hast eine innere und äußere Schönheit. Schätze die. Wenn du deine innere Schönheit und deine äußere Schönheit nicht pflegst und hegst, hast du sie nicht verdient. Weil hier ist Gott und sieht alles. Das, was dir hier gerade zuteil wird, ist die Entscheidung, die du getroffen hast und dafür bezahlst du gerade die Konsequenzen. Sehst du wieder neu, dann sehe ordentlich. Gut, tust du Gutes, kriegst du Gutes zurück. Sehst du negative Sachen, wirst du negative Sachen zurückbekommen. Alles steht und fällt mit deinen Entscheidungen. Leute, das ist ganz, ganz wichtig. Wir haben hier wirklich einige Paare, wie ich schon gesagt habe, die sich gegenseitig belügen, die sich gegenseitig untreu werden, die sie gegenseitige Geheimnisse haben. Die haben hier narzisstische, toxische, egoistische Beziehungen, die nicht zu retten sind, die irgendwann voneinander wirklich weglaufen werden und sich trennen werden, was gut ist, damit ihr euch befreit, damit du da rauskommst. Ja, wir haben hier Beziehungen, die wirklich auch, obwohl sie sich scheiden haben lassen, nochmal zurück zueinander finden. Wir haben hier auch tolle Beziehungen, ja, die trotz äußerer Einflüsse füreinander einstehen und kämpfen, die ihre Sorgen überwinden, die sich gegenseitig stützen. Wir haben hier aber auch Krankheitsgeschichten, wo man sagt, Leute, dein emotionales Wohlbefinden muss an erster Stelle stehen. Nur wenn du mit dir im Reinen bist, mit dir im Einklang bist, kannst du glücklich werden und kannst du wirklich nach vorne schreiten. Hier geht es darum, emotionale Abhängigkeiten, ja, die Lügen, die Intrigen, diese Abgeschlagenheit, die, schlaflosen Nächte, die Wutattacken vielleicht, die Unruhen, die Angstzustände, das, was du in deinem Thema Gesundheit als negativ empfängst oder negativ gerade bist, ist es wichtig, dass du dich blockierst, dass du die Blockaden löst. Gehe zum Arzt, lass dir Medikamente aufschreiben, ja, begebe dich in fachärztliche Behandlung. Es ist ganz wichtig, dass man hier wirklich weiß, es muss was sterben, um was Neues zu beginnen. Du musst Altbelasten loslassen. Du musst Ängste loslassen. Du musst dich trauen, wieder zu dem Fisch zu werden, der in dir ist. Kehre in deine Balance. Fisch, der Monat September wird dir ganz viele Energien bringen. Alleine schon die durch die Portaltage, die wir jetzt im Monat August wieder haben. Ab dem 22. meine ich, ist das nächste Portalfenster. Diese Energien bringen alle Sternzeichen ein bisschen aus der Balance. Aber Fisch, du bist sehr empfindlich im Moment. Ja? Bist du bei den Fischen, die hier wirklich um diese Beziehung kämpfen wollen, mach es. Eine solide Basis, ein Aufblühen, eine gemeinsame Reise als Paar, ja, und wirklich die Familie, die Schwangerschaft, mit der du gesegnet sein wirst, genießt und annimmt. Also ihr seht, wir haben auch Paare, wo alles gut laufen kann, okay? Wir haben hier nicht nur negative Sachen. Hier geht es um deinen Entwicklungsprozess, deine Reife, deine Offenheit. Die Welt liegt dir zu Füßen, ein kompletter Neuanfang. Ja, was komplett Neues an den Start zu bringen, das ist total klasse. Ich finde das wunderschön. Also wenn für dich, Fisch, jetzt diese Legung ein bisschen krass ist,
Ja, habe keine Furcht davor, es anzugehen. Das ist nicht krass. Hier geht es einfach darum, dass das Schicksal dich dazu animiert, den neuen Lebensabschnitt anzunehmen, den Versuchungen zu widerstehen, die Liebe in dein Leben zu lassen, die inneren Wunden und Konflikte zu heilen und dich unabhängig davon zu entwickeln, was andere Menschen von dir fordern oder nicht. Ja, du bist als eigener Mensch auf diese Welt gekommen und du hast deine eigene Mission im Leben, die man gerne mit anderen Menschen teilen kann. Und wer möchte nicht eine gesegnete, glückliche Beziehung haben? Jeder von uns. Ja, aber dafür müssen wir auch was tun. Wir müssen auch daran arbeiten. Das ist immer ganz wichtig. Also, wir haben hier wirklich Paare, die aus sich auseinanderleben werden. Wir haben Paare, die sich wiederfinden werden. Wir haben mögliche Ex-Konstellationen. Wir haben Fernbeziehungen. Wir haben Schwangerschaften. Die Gesundheit muss gepflegt werden. Der Herzschmerz muss heilen. Die Enttäuschung muss raus. Das emotionale Gleichgewicht muss wiederhergestellt werden. Körper, Geist und Seele in deine Mitte bringen, damit deine Energien wieder fließen können, damit du wieder anfängst zu strahlen, zu lächeln, wieder empathisch zu werden, glücklich zu werden, damit du die Energie ausstrahlen kannst, die eigentlich in dir drinne ist. Ja, blühe auf, schau mal, blühe auf. Im Monat September, Fisch, kannst du wieder aufblühen. Bitte schaut euch das Video bis zum Ende an. Es ist ganz wichtig. Es geht sich hier darum, dass deine Gesundheit auch wieder verbessert wird. Also, wir haben hier Leute, die aus schweren Erschöpfungen rauskommen können, wenn ihr was dafür tut, wenn ihr euch die nötige Hilfe holt, wenn ihr euch die nötige Meditation gibt, die nötige Medikation und auch wirklich erkennt, woran ihr selber auch arbeiten müsst. Ihr müsst euch immer bitte Leute ein Stück weit selber rausziehen. Aber die Gesundheit wird definitiv für den einen oder anderen wieder sich verbessern und das ist schon mal sehr wichtig. Ja, geratet nicht in Suchtmittel. Kaffee, Alkohol, Drogen, Sex, was auch immer, was du als Suchtmittel definierst, ja. Für manche ist Suchtmittel auch wirklich nicht nur diese ganz krassen Sachen, sondern das, was du deinem Körper gibst, wo er abhängig wird von, ja, von der Stimme eines Menschen wohlmöglich auch, von was auch immer, von Gewohnheiten. Man kann in ganz viele Suchtmittel verfallen. Holzauge sei wachsam, verfalle nicht in Suchtmittel. Mache dich niemals abhängig von irgendeinem Menschen. Es geht hier aber auch um Eltern, die sich Sorgen machen, weil ihre Kinder, weil ihr Kind gerade in einer schwierigen Situation ist. Ja, und auch unter Suchtmittel leidet. Also ihr seht, wir haben hier im Thema Fisch im Monat September, Leute, eine mega, mega, mega Energie mit ganz vielen Bereichen. Das ist krass. Also Fisch, das ist die Legung, die am meisten mir Nachrichten gibt im Monat September. Also mehr noch wie Jungfrau und mehr noch wie Krebs. Also Leute, gesundheitlich, achtet auf eure Gesundheit, gebt euch gute Sachen, ja, nährt euch selber, geht raus in die Natur, gebt euch wirklich das, was euch daran nährt, wieder in die Stabilität zu kommen. Ganz wichtig, gebt euch keine toxischen Sachen, die euch runterziehen, sondern gebt euch positive Sachen, die euch nach vorne schreiben. Meditation, Ruhe, gesunde Ernährung, für die einen oder anderen Sport, raus in die Natur, ob es regnet, ob es schneit, whatever, raus. Es ist wichtig, im Einklang mit Körper, Geist und Seele zu werden, damit der emotionale Zustand, der körperliche Zustand sich wieder erholt. Arbeit. Wir haben hier für einige, die noch keine Arbeit haben, Leute, die Möglichkeit, klar, im Monat September eine Arbeit zu finden, Bewerbungen schreiben, offen und ehrlich zu sein, ob du für diesen Beruf gewachsen bist. Ja, wir haben hier einen Job, der greifbar ist, ein gutes Vorstellungsgespräch, wo sich aber die Stelle abhängig macht, ob du dich gut verkaufst in dem Vorstellungsgespräch, ob du die Qualifizierung dafür hast. Okay, und ob dieser Job, den du kriegen kannst, der ist auch für den einen oder anderen weiter weg von euch. Das heißt, wenn du bereit bist, einen Job anzunehmen, der weiter von dir entfernt ist, ist egal, was die anderen sagen, und du willst diesen Job in einem anderen Land, in einer anderen Stadt, mach es. Wir haben hier einige von euch, die einen Job eingehen werden, in einer anderen Stadt, in einem anderen Land, in einem anderen Kontinent, mit einer anderen Sprache, im Monat September. Oder im Monat September werden die Weichen gestellt für diesen Job außerhalb deines normalen Umfelds. Ja, also setz dich auf die Hinterbeine. Nicht alle werden das haben, aber es gibt viele, die wirklich die Möglichkeit haben, einen Job zu bekommen in einer anderen Ortschaft. Andere wiederum nah bei euch. Also die Möglichkeit, einen Job zu kriegen, ist da. Ihr müsst es einfach nur wirklich richtig angehen. Für die Leute, die einen Job haben, der Job läuft eigentlich ganz gut. Wir haben hier trotzdem ein paar Intrigen, wir haben hier trotzdem ein paar Missverständnisse, wir haben trotzdem eine Beförderung, die vielleicht vor Türe steht. Wir haben hier trotzdem etwas, was auf der Arbeit so gut läuft für dich. Eine Gehaltserhöhung, eine Beförderung. Wege ab, ob diese Beförderung wirklich das Richtige für dich ist. Ob du diese Beförderung wirklich verdienst, ob du wirklich bereit bist, das anzunehmen, ob du wirklich weißt, was du daraus zu lernen hast. Für die Leute, die arbeiten sind, ja, es gibt hier eine gute Möglichkeit, eine Beförderung anzunehmen, einen neuen Job anzufangen, auch einen neuen Job in einer anderen Situation, in einer anderen Ortschaft einzugehen. Wie auch immer. Wir haben trotz alledem bei euch im Beruf, ja, die ihr wirklich am Arbeiten seid,
Neider, Missgunst, Intrigen, Lügen, Geheimnisse, Schaden. Also du musst hier wirklich gewappnet sein. Fisch, der Monat September kann für die einen oder anderen eine Karussellfahrt werden, eine Achterbahn werden. Schütze dich vor Missgut auf der Arbeit. Setze dir neue Limits. Verteidige dein Recht auf eine ruhige, sympathische, respektvolle Art und Weise. Okay, es gibt hier einige Hürden auf der Arbeit, die aber zu überstehen sind. Solltest du ein neues Projekt an den Mann rufen, solltest du eine Beförderung bekommen oder was Neues anfangen wollen, wege ab, ob es das glücklich macht, ob es wirklich das Richtige für dich ist. Okay? Ganz wichtig, weil hier ist nämlich eine Klausel, die dir vielleicht anfangs zugute werden kann, wo du sagst, das ist genau das Richtige, aber schlussendlich kann sich das als schwarzer Peter herausstellen. Holzauge sei wachsam. Thema Kohle. Wir haben hier für die einigen eine Gehaltserhöhung, wir haben hier eine gute Ersparnisse, wir haben hier für die einen eine Erbschaft, wir haben hier für die einen oder anderen wirklich eine Person, die dir hilft in finanziellen Lagen. Wir haben ja auch für die einen oder anderen wirklich Geld aufgrund eines Lottogewinns oder halt eines Glücksspiels, wenn du gerne ein Typ Mensch bist, der hier in Spielhallen unterwegs bist, whatever, ja. Hier musst du aufpassen, dass du nicht zu viel investierst, damit es dir das Geld später am Monatsende nicht fehlt. Also, im Thema Geld, wir haben hier für die einen oder anderen wirklich einen Geldsegen, der unerwartet kommt, ja, den du aber gut anlegen musst. Für die einen oder anderen bestehen gute Möglichkeiten, etwas zu verkaufen oder zu kaufen. Wir haben hier wirklich eine gute Investition im Thema Geld, ihr müsst es nur überdenken. Ja, einige warten auf Anträge, auf Gerichtsurteile, auf Dokumente, auf was auch immer. Wenn du irgendwas mit Papieren beantragt hast, mit Verträgen, mit was auch immer, wo es vom Gesetz Gottes dir zusteht, dass du Geld zu kriegen hast, wirst du das bekommen. Leute, ihr merkt, ich werde immer schneller, weil das Video ist jetzt gleich zu Ende. Ich muss jetzt schnell aufhören. Für eine private Legung schreib mich an, damit ich dir mehr Hinweise geben kann. Leute, also ihr seht, Kohle für die einen oder anderen wird gut. Ihr anderen bitte achtet auf das Geld, damit ihr nicht zu viel aufgibt. Brecht nichts übers Knie. Die Energie, die jetzt im Monat September auf dich zukommt, Fisch, dient dazu, dass du lernst, dass du dich traust, nach vorne zu schreiten, aufzuwachen und ab durch die Mitte wirklich dein Leben neu zu ordnen. Okay? Fisch, ich wünsche dir einen wunderschönen Monat. Danke, dass du eingeschaltet hast. Danke, dass du meinen Kanal likest und abonnierst. Ich wünsche dir einen wunderschönen Monat und wie gesagt, pass auf dich auf, setz dich durch, höre auf das, was dein Herz dir sagt und ab durch die Mitte, gib dem Leben die Farbe, die dich glücklich macht. Ich bedanke mich bei dir, Fisch, ich wünsche dir einen schönen Monat, bye!